13.000 DAX-Punkte, naja, fast. Kurz davor haben die Investoren immer wieder einen Rückzieher gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir im Laufe der Woche ganz ordentliche Erholungen gesehen. Die gingen aber immer damit Hand in Hand, dass entweder ein US-Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, Russland oder China positive News zu den Impfstoffen vermeldet haben. Viola, du hast den Blick von der Galerie, von der Börsenspätschicht auf die Zahlen, Daten, Fakten. Was waren so die Highlights? Ja, Antje, du hast schon gesagt, die 13.000 haben wir noch nicht erwischt, aber gerundet hatten wir sie sogar, denn wir waren bei 12.999,8. Also eigentlich könnte man dann schon aufrunden, aber ist natürlich nicht so schön, wie wirklich die runde Marke zu erwischen. Und du hast gesagt, das Thema Impfstoff und Impfstoffhoffnung, das hat uns in dieser Woche im Prinzip immer mal so tageweise. Also Montag Impfstoffhoffnung, Dienstag dann wieder Corona-Sorge wegen des teilweise Lockdowns wieder in Kalifornien, Mittwoch dann wieder Impfstoffhoffnung. Anfang der Woche waren es BioNTech und Pfizer, die quasi für diese Hoffnung gesorgt hatten, generell was das Thema eben der Kampf gegen Covid-19 angeht. Moderna war es dann am Mittwoch, weil man da tatsächlich einen Impfstoffkandidaten hat, der in ersten Tests eben schon sehr ermutigende Ergebnisse gebracht hat. Und man will die Phase 3, also man ist da anscheinend mit sehr schnellen Schritten unterwegs. Die Phase 3 soll schon im Juli dann auch beginnen. Also das sind tatsächlich Hoffnungsschimmer, auf die sich der Markt dann auch immer gestürzt hat. Aber wir sehen es, also Montag rauf, Dienstag runter, Mittwoch wieder rauf, Donnerstag, also heute wieder runter. Denn die geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA, ja, die haben dann so die Suppe ein bisschen versalzen. Vor der EZB wollte natürlich auch keiner auf dem falschen Fuß erwischt werden. Wir hatten einen deutlich festeren Euro gesehen, schon in den letzten Wochen, jetzt über 1,14 zum Dollar. Da geht offensichtlich Kapital wieder nach Europa zurück, auch, das heißt ja auch Vertrauen wieder zurück in die EZB-Politik. Gab es da irgendwas, was neu anders war? Ja, bei der EZB haben wir zwar in dieser Woche natürlich, wenn die Notenbanken ihre Leitzinsentscheidung bekannt geben, da guckt der Markt hin, aber mit der ganz großen Überraschung haben wir jetzt heute nicht gerechnet und die ist auch ausgeblieben. Also der Leitzins bleibt, wo er ist, man guckt weiter natürlich seine Programme und schaut jetzt mal, wie die wirken. Und ja, das Thema Corona bleibt den Märkten erhalten und somit auch die einsatzbereiten Notenbanken. Das war nämlich auch in dieser Woche eine Geschichte, die eben auch den Markt angetrieben hatte, neben der Impfstoffhoffnung. Das ist aus Notenbankerkreisen, auch aus den USA, hieß, man steht weiter bereit, um die Wirtschaft zu stützen. Also diese signalisierte Bereitschaft ist auch schon was, aber das Spannende ist von generellen Konjunkturdaten auch her, wir haben zwischendurch gesehen, bei uns der ZDW eingetrübt, ja, hat in dem Moment aber auch gar nicht so interessiert. Und wir haben positive Daten aus China jetzt gesehen, aber angesichts dieser Konflikte doch wieder zwischen USA und China war das jetzt auch irgendwie nichts, was die Märkte großartig bewegt hatte. Und Berichtssaison, Zahlen. Und da muss man sagen, wenn man vorher natürlich seine Erwartungen einfach Corona-bedingt so weit runterschraubt, dann kann man natürlich positiv überrascht werden. Ist eigentlich eine schöne psychologische Geschichte, dass man sagt, okay, wir haben es ganz schlimm erwartet. Ganz so schlimm kam es dann doch nicht. Das war bei einigen Zahlen so. Die Banken zum Beispiel, da gab es einiges. Die US-Banken. Die amerikanischen Banken haben vorgelegt, Citigroup, Wells Fargo und JP Morgan traditionell. Und alle drei zusammen mussten 45 Milliarden Dollar Risikovorsorge betreiben. Das heißt, gegen Kreditausfälle vorsorgen. Das gab es seit Jahrzehnten nicht. Die Gewinneinbrüche waren heftig. Wells Fargo seit der Finanzkrise der erste Quartalsverlust wieder. Allerdings waren die Gewinneinbrüche dann bei den anderen beiden nicht so schlimm wie erwartet. Dann kam Goldman Sachs. Da merkt man ein ganz anderes Geschäftsmodell. Weniger Kreditausfallsorgen, weniger Risikovorsorge und sogar eine Gewinnsteigerung. Das gab also auch positive Zahlen, sogar aus dem gebeutelten Bankensektor, was jetzt nicht unbedingt viel Hoffnung für den deutschen Markt machen darf. Aber das war zumindest dann schon mal so die Erwartung, wenn dieser Aufschlag von den dreien, vieren nicht komplett daneben geht, dass die Berichtssaison mit den niedrigen Erwartungen, du hast es schon gesagt, vielleicht noch relativ glimpflich läuft. Aber das ist halt das große Fragezeichen. Mhm. Und das machen auch ja ganz viele deutsche Unternehmen hier. Heidelberg Zement. Heidelberg Zement war über den Erwartungen. Die haben vorläufige Zahlen vorgelegt und die konnten am Markt sehr gut überzeugen. Denn interessanterweise, man hat schon im Februar sich ein Kostensparprogramm verordnet und das scheint eben Früchte zu tragen. Denn tatsächlich, gut, die Markterwartungen sind im Moment nicht so wahnsinnig hoch, aber die konnte man eben übertreffen. Dementsprechend die Aktie an dem Tag auch gefragt. Ansonsten haben wir noch gesehen, also wenn man auch mal ein bisschen nicht nur auf den DAX guckt, sondern eben auch bei anderen, HelloFresh, dem einen oder anderen vielleicht auch vor Corona schon ein Begriff, aber dass man sich auch Kochboxen liefern lassen kann, ist natürlich was, was gerade in Corona-Zeiten sehr beliebt war. Und das heißt, man hat nach einem starken Quartal die Prognose schon wieder angehoben. Da kann man sich aber natürlich fragen,
wie geht es nach Corona dann weiter? Lassen sich die Leute das dann immer noch nicht fortschreiben? Möchte man dauerhaft Essen aus dem Karton geliefert bekommen? Also da wird so der Beweis noch zu erbringen sein. Neues auch von Wirecard. Kein Tag ohne Wirecard-News. Meistens keine guten, so auch diese Woche nicht. Insiderhandel, Vorwürfe, Untersuchungen. Die Details? Es ging im Prinzip mal wieder, also sagen wir, die Aktie war in dieser Woche einfach gewohnt volatil. Also nicht mehr diese ganz heftigen Ausschläge vom prozentualen Bereich, wie man das vorher gesehen hatte, aber die Aktie wirklich an einem Tag die Farbe dann gewechselt. Und jetzt ging es einmal auch noch um Insiderhandelsvorwürfe. Also man hatte, die BaFin hat den Ex-CEO, also Markus Braun, hier jetzt entsprechend, also deswegen, beziehungsweise seine Gesellschaft, hinter der er eben steht, angezeigt bei der Staatsanwaltschaft München wegen des Vorwurfs des Insiderhandels. Gut, er ist nun ja nicht mehr der CEO von Wirecard, aber trotzdem, also bei der Aktie, es kommen einfach stetig irgendwelche Meldungen rein, jetzt auch nochmal Geschichten über Unstimmigkeiten oder Dinge, wo auch der Aufsichtsrat irgendwie über gewisse Sachen nicht informiert wurde. Also es vergeht eigentlich kein Tag, wo nicht noch irgendwelche Details auch ans Licht kommen, wobei natürlich das einfach inzwischen ja keine Management-Mitglieder mehr von Wirecard sind, aber trotzdem, die Details interessieren den Markt logischerweise immer noch. Wir hatten aber auch eine gute Nachricht mal hier, abgesehen von Heidelberg Zement, aber wir hatten auch einen Börsengang. Brockhaus Capital Management ist an die Börse gegangen, eine Beteiligungsfirma, ein deutsches Unternehmen. Es war erst der dritte Börsengang in diesem Jahr. Das hat gut geklappt. Zum Ausgabepreis gab es ordentlich Zeichnungsgewinne. Muss aber auch sagen, so dass irgendwie das Ruder rumreißt für viele Börsengänge. Das ist dieses Jahr einfach nicht der Fall. Wir werden Ende September vielleicht noch einen sehen. Es kommt ja immer mal eine Abspaltung von Siemens, so alle Jahre wieder, diesmal die Energiesparte. Da kommt noch ein bisschen was. Also ein positiver Börsengang, aber jetzt kein Startschuss für eine große IPO-Saison. Der dritte immerhin in diesem Jahr. Man sieht ja auch einfach, also wenn wir hier auf dem Parkett normalerweise auch stehen und berichten oder oben auf der Galerie, normalerweise, wenn hier ein Börsengang ist, dann ist hier natürlich auch gut was los, dann wuseln ja überall Leute rum, also einmal die natürlich vom Unternehmen selber, aber auch alle möglichen Berichterstatter, Medien und so weiter. Und das ist natürlich jetzt auch im Moment einfach Corona-bedingt auch nicht möglich. Das heißt also auch vom Happening hier ist es natürlich immer noch eine ganz andere Nummer. Du hast den Börsengang ja begleitet. Da hatten wir natürlich früher auch schon in Vor-Corona-Zeiten andere, aber wir sind gespannt, was da noch kommt in dem Jahr. Ja, da war das Parkett hier schon mal voll. Aber dafür haben wir ja jetzt die Berichtssaison, also uns geht die Arbeit nicht aus. Schauen wir mal auf die Termine der nächsten Woche. Es fängt noch relativ verhalten an, nimmt aber ordentlich Fahrt auf. Ja, also Zahlen hatten wir diese Woche, geht nächste Woche ähnlich weiter. Man wird natürlich einmal gucken auf Bankgeschichten wie UBS, aber Texas Instruments, also quer durch alle Branchen eigentlich. Tesla wird natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, IBM, also eigentlich quer durch alle Branchen. Und man muss halt gucken, wie gesagt, die Erwartungen vorher tief gestapelt, hat man Überraschungspotenzial. Was haben wir denn noch? Ja. American Express, oh, Baby Biotech. Ja, Amazon, Daimler noch, weitere Airlines, American Airlines in den USA mit, wo die Erwartungen besonders niedrig hängen. Schauen wir mal, wie die einzelnen Branchen sich schlagen. Konjunkturdaten gibt es noch eine Menge. Und da fängt die Woche auch erstmal an mit dem Zinsentscheid in China. Da sind die Erwartungen jetzt nicht so besonders hoch. China hatte gerade ganz ordentliches BIP fürs zweite Quartal gemeldet. Auch eine deutliche Steigerung über Erwartungen zum ersten Quartal. Dann wird die zweite Wochenhälfte definitiv spannender. Ja, wobei, also da war jetzt auch gerade noch Immobiliendaten USA, auch immer natürlich eine spannende Geschichte, inwieweit sich das eben auch, das Thema Wirtschaftseinbußen, auch im Immobiliensektor bemerkbar macht. Verbrauchervertrauen bei uns, inwieweit wird geshoppt oder nicht. Man darf uns dann natürlich nicht immer quasi als Beispiel nehmen. Dich. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ja, das ist natürlich jede Woche jetzt inzwischen der Hingucker, wie schlägt sich der US-Arbeitsmarkt in Zeiten von Corona. Gut, Einkaufsmanager-Indizes haben wir noch, Einzelhandelsumsätze. Ja, also langweilig wird es nächste Woche bestimmt auch nicht, oder? Langweilig wird es nicht. An der Börse, man sagt immer so, Sommerloch ist bis jetzt noch nicht passiert. Also von daher, seien Sie mit dabei, mit Sommerloch oder ohne, mit 13.000 Punkten oder mehr oder weniger. Bis nächste Woche. Ja, und passen Sie auf jeden Fall auf sich auf. Tschüss.